Hi Leute, ich habe gerade ein mega cooles Video mit Henry aufgenommen und wir haben über die Wirkung von Lebensmitteln gesprochen. Also wir sind wirklich mal explizit auf die Hintergründe eingegangen. Wie wirkt zum Beispiel Fett? Wo sammelt sich das an? Was passiert mit der Verdauung? Und lauter Details auch. Also wie es auch von der Einlagerung her ist, wann man Fett braucht, wofür, gerade während der Entgiftung. Und ja, bei Henry war es nämlich auch so wie bei mir. Ich merke es immer zuerst gut. Haut merkt man immer, wenn man viel Fett isst. Und gleichzeitig lagert sich das hier so im Augenbereich, beziehungsweise dass man es am Morgen merkt man es immer. Ja, wenn man aufwacht, dass alles so ein bisschen verschleimt ist. Und genau, unter den Augen hier so. Und auch wie die verschiedenen Früchte wirken. Also es ist echt mega interessantes Video geworden. Ja, Früchte, dann noch ein paar Zuschauerfragen von euch. Wir haben fast ja, über eine Stunde, ein Viertelstunden oder so bestimmt gequatscht. Und ja, bin noch ganz gut drauf in dem Interview. Jetzt erstmal nach draußen gegangen, ein bisschen entspannen, war richtig cool. Genau. Und ich werde das Ganze erst schneiden. Wenn dich das Ganze interessiert, das erscheint dann im Mitgliederbereich ja, in den nächsten Tagen. Ich kann dann auch nochmal Bescheid geben, genau. Und auf jeden Fall, ja, nicht verpassen, es ist echt richtig gut geworden, richtig guter Content. Also richtig cool, ich hätte nicht gedacht, mittlerweile habe ich so viele richtig gute Interviews schon zusammen im Mitgliederbereich. Ich hatte neulich auch noch eins mit Emma gemacht über ihren Reinigungsweg und ja, noch einige Geschichten. Also da ist mehr als gute Infos geboten, so detailreich, und musst du auf jeden Fall sehen, wenn du da wirklich Schritt für Schritt vorgehen möchtest, beziehungsweise ist da einfach mega hilfreich. Genau. Jo, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Und jetzt werde ich noch ein bisschen hier draußen das genießen. Heute nämlich noch gar nicht lang draußen. Deshalb jetzt noch mal kurz. Heute den ganzen Tag. So viel für euch gemacht. So. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao.